Herr Dr. Risse, welchen Stellenwert hat Tax Compliance in den Unternehmen, insbesondere in der Steuerabteilung? Ja, Compliance ist für große, insbesondere börsennotierte Unternehmen sehr, sehr wichtig. Das haben wir ja schon seit einiger Zeit gehört, Chief Compliance Officer und andere Initiativen. Und Tax Compliance bezieht sich zunächst einmal auf die deutsche Abgabenordnung, auf die Regelungen dort. Und von daher ist nichts Neues. Also nicht, dass wir jetzt einen neuen Begriff erfinden, sondern wir müssen einfach sehen, wie wir unsere Prozesse entsprechend den Vorgaben der Abgabenordnung etablieren. Und die fallen dann unter den Begriff Tax Compliance. Welche Schwierigkeiten hat eine Steuerabteilung mit Blick auf die Verschärfung des Steuerstrafrechts? Gut, in großen Unternehmen, die sehr feingliedig am Ende des Tages sind, hat eine Steuerabteilung beispielsweise natürlich nicht den Überblick über jedes einzelne Segment im Unternehmen und jeden einzelnen Vorgang. Das kann schon sehr schwierig werden. Das sehen wir insbesondere in der Lohnsteuer und der Umsatzsteuer, ob da immer alles richtig gemacht wird, bei Vertriebsmitarbeitern oder Personalabteilungen oder wie auch immer, ist ein schwieriges Unterfangen. Und da immer eine Strafbarkeit sofort rauszumachen, finde ich sehr schwierig, weil der objektive Tatbestand ist sehr schnell und immer erfüllt. Da geht es in den subjektiven und da gibt es halt für Steuerrecht eindeutige Fälle, gibt es immer, aber auch gibt es viele Arbeitsfehler, in denen der subjektive Tatbestand nicht erfüllt sein sollte. Kann ein Tax-Compliance-System hierbei helfen? Ein Tax-Compliance-System kann sicherlich dazu beitragen, dass wir die Prozesse transparenter machen, als sie heute sind, und dann hilft es. Aber das Heilmittel wird es nicht sein. Welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Unternehmen und im Steuerrecht? Die Digitalisierung ist sicherlich so, dass sie extremst wichtig ist, aus unserer Sicht jedenfalls. Und ich denke mir, dass so wie im Bankensektor, dass man viel mit Algorithmen demnächst etwas eben auch im Steuerrecht tun kann, das wird so sein, weil wir wissen, alles, was regelbasiert ist, kann auch digitalisiert werden.